werde da nie vergessen, das waren so große Kanister, viereckige Kanister, mit oben so einem, wie so ein Sprungdeckel drauf, zum Verschließen. Und wir haben damit immer Blödsinn mitgemacht. Wo ich wohnte, ich bin in der Röckenstraße geboren und gegenüber war ja dann die Kasperlstraße. Und da haben wir auch über Krieg gespielt. Die Grenzen, da war so ein Bach dazwischen gewesen, so ein Ablaufbach, so eine kleine Kloake da. Und da war die Grenze für uns gewesen. Und wehe dem da drüber, dann hast du Haue gekriegt. Da musst du mit Kotprängel versohlt oder was weiß ich, oder was, wie früher wir gemacht haben. Räuber und Schaditz oder hast mit Flitzebogen geschossen und so. Ne? Oder mit Schleuderbüchsen. Das war dann früher unser Spielzeug gewesen. Und dann mit den großen Kanister da, das war schon ein bisschen gefährlich gewesen. Da haben die uns hinterher gesagt, Leute oder Kinder, passt mal auf, damit dann nicht was passiert. Denn die Bergleute hatten damals zu der Zeit noch Kapitelhammer gehabt. Und dann wurde Kapitel immer mit rausgeholt, für Gas zu machen. Und wir haben dann da diese Kapit, paar Brocken Kapit in den großen Blechdose reingetan. Dann ein bisschen Wasser drauf, wenn wir kein Wasser hatten, dann wurde da reingepieselt. Ne? Da wurde der Deckel reingemacht und vorher hat man schon ein Loch hinten reingemacht. Mit dem Nagel draufgehauen, Loch drin. Und dann haben wir so 10 Minuten, 4 Stunden gewartet. Dann haben wir eine lange Latte genommen und dann einen Putzlappen drum und dann Feuer drin gemacht. Und dann musste sich einer auf dem Dingens draufstellen. Haben wir hingelegt, hat sich einer draufgestellt. Und dann ging einer mit die Latte hin dran und dann hat es gekracht und dann ist der Deckel geflogen. Ne? Haben wir in ein feines Land reingeschossen. Ne? Und der machte auch so einen Satz. Und das Ding war nicht mehr fähig. Das war wieder rund gewesen. Ne? Naja, so haben wir unser Späß gemacht. Ne? Oder wir haben auch hier damals wieder so, da waren zwei so Bauten gewesen. Die haben sie noch in den Anfangskriegszeiten, wollten sie hochziehen. Kamen sie nicht mehr dazu, aber dann waren aus dem Kellergeschoss raus. Und so Frühjahr und Herbst, wenn viel Wasser drin war, konntest du mit der Badewanne drin paddeln. So. Und im Sommer, wenn trocken war, haben wir da Zirkus drin gespielt. Da haben wir die anderen Kinder eingeladen und Schulfreunde so. Für 5 Pfennig und für Groschen. Erste Reihe Groschen, die anderen Reihe 5 Pfennig. Und mein Bruder, der ja jetzt hier auch hierbei war, der war damals nur so klein. Den nannten wir immer Kacker, weil er so klein war. Dann haben wir so einen großen Koffer gehabt. Den haben wir immer im Koffer drin gepackt. Den haben wir immer mit dem Koffer transportiert. Dann haben wir ein bisschen Sägemehl geholt, haben wir dann irgendwas aus der Schreinerei bekommen, ein bisschen Stroh. Dann haben wir wie so eine Manege aufgebaut im Keller da und dann der größte Witz war immer gewesen. Während des Dings, dann plötzlich ging der Koffer aus und mein Bruder kugelte da raus. Ne? Und alles war am Lachen. Wie kommt denn der in den Koffer rein? Ne? So, und einmal Pech gehabt, da haben wir den Koffer und wir haben ihn losgekriegt. Da fing der an zu schreien. Hilfe, Hilfe. Ne? Ich krieg keine Luft, ne? Ja, haben wir ein Problem gehabt. Ne? Aber haben wir den Koffer doch noch aufgekriegt und haben wir ohne rauskugeln kann man da raus. Da haben wir auch Schluss gemacht mit dem Koffer. Da war es ein bisschen zu gefährlich gewesen.